Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal, und zwar einem ganz neuen Pokémon-Projekt, und zwar der Egglog, die ich schon angekündigt hatte. Ja, die fängt jetzt an, und zwar spiele ich Pokémon Sonne und benutze dafür Pokémon, die ihr mir gezüchtet habt. Aber zuerst mal müssen wir den Anfang des Spiels spielen, dass ich überhaupt die Eier rüber tauschen kann und Eier ausbrüten kann und all sowas. Deswegen würde ich sagen, wählen wir die Sprache aus und fangen dann auch gleich an. Die Einstellungen wurden gespeichert, ja. Ich erhalte einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Lu? Ein Augenblick. Tag auch. Es dauert nicht mehr lang, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffels, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich stecke mitten in einem wichtigen Gespräch. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Wir reden gar nicht erst drüber, warum er so viele Fotos von Kindern hat. So, man kann sich ja nachher eh ändern, deswegen denke ich, nehme ich jetzt erstmal das. Ich werde meine Haare eh wieder irgendwie machen. Ich habe nämlich immer irgendwelche seltsamen Haare in Pokémon. Und ich nenne mich, wo kann ich die Buchstaben klein machen? Hier, Miri. Natürlich, wie auch sonst. Okay, Miri, habe ich das richtig notiert? Richtig, sehr gut, Professor. Gut aufgepasst. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Miri. Toll, der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. Okay. Ich freue mich schon darauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Bye bye, auf nimmer Wiedersehen oder so. Na dann, würde ich sagen, machen wir uns bereit, nach Alola zu gehen. Hey Miri, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Klar. Auf geht's. Auf geht's zur Egglog-Challenge. Ich bin schon gespannt, was ihr so für Pokémon habt. Für mich. Ach so, richtig, die Zwischensequenz. Da war ja was. Was könnte nur in dieser Tasche sein? Was könnte dieses Gesicht nur sein? Okay. Ja. Die kennt jetzt inzwischen sicher alle diese Zwischensequenzen, oder? Also die Story von dem Spiel sollte ja inzwischen nicht mehr so interessant sein. Ich denke, das Interessante hieran ist wirklich das mit der Egglog, was es für Pokémon sind, ob ich damit bis zum Ende durchkomme. Gott, hat er schon immer so gruselig geguckt? Ja, und was ich so mache. Oh, es passiert etwas. Und Sonne habe ich noch nie gespielt. Ich habe bis jetzt nur Mond gespielt, ja? Ja, das ist fast ein Unterschied. Und so zum Überbrücken der Zeit, bis Ultrasonne und Ultramond rauskommt, passt das, glaube ich, ganz gut, nochmal eine Challenge, eine Pokémon-Challenge zu machen mit der Generation. 3 Monate später. Ach ja, da ist die Insel. Ja? Kann mich gar nicht mehr erinnern daran, dass wir da so lange Ladezeit hatten. Also so lange diese ganzen Perspektiven so lange angezeigt wurden. Weil, wisst ihr, früher war man halt einfach plötzlich in seinem Zimmer, ne? Und heute so, das ist die Landschaft. Das ist dein Haus. Das bist du. Nein, zuerst, das ist deine Mutter und dann das bist du.
Guten Morgen. Ach, kannst du sie auch spüren? Unser erster Tag unter der Sonne von Alola. Ihre Strahlen sind ja so schön warm und hell. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Mauzi, gehst du bitte Miri holen? Ja, geh mal los, Mauzi. Dann geht Mauzi mich jetzt wohl wecken. Da ist ein Ditto. Bis jetzt sieht es doch sehr aus wie Pokémon Mond, überraschterweise. Hallo, ich denke, das ist Miri. Miri, du wirst nicht mehr lange diese Haare haben. Sobald wir das ändern können, ändern wir das. Keine Sorge. Wir könnten ja dann abstimmen. Über diese coolen YouTube-Abstimmungen, welche Haarfarbe, welche Frisur und welche Klamotten Miri anhat. Das finde ich witzig. Jetzt wach doch auf, meine Güte. Achso, ich muss aufstehen. Ist mir das nicht schon im Mond-Let's Play passiert, dass ich zu doof war aufzustehen? Okay. Maus! So, wo müssen wir hin? Und da ist unser Zuhause. Hallihallo. Hallo, Mutter. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Und Miri, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Ah, geht so. Gute Frage. Ach was, glaub mir, du wirst sie bestimmt schon ganz bald zu schätzen wissen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Okay, bis auf die Herrscher-Pokémon, aber... Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Miri? Na gut. Hallo? Wer ist da? Ich lasse mich auch immer bei Fremden rein. Einfach so. Klingeln und dann reingehen, so läuft das. Hallo Miri, ich bin's Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich kennen, freut mich sehr. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch wie Mittag an, oder? Hallo Professor Kukui, wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ach, die Dame des Hauses, ich war so frei, mich selbst reinzulassen. Ach, das mit dem Professor lassen wir lieber, wenn's recht ist. Warum denn so formell? Duzen wir uns doch einfach. Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine natürlich du, damals gegen die Arenaleiter von Kanto gekämpft hast. Als wäre es gestern gewesen. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region. Und jetzt bin ich endlich hier. Haha, ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arenaleiter ganz schön alt aussehen lassen. Aber genug von Kanto, komm doch mit mir, Miri. Lass uns die Nachbarstadt besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Den Inselkönig? Richtig, der Inselkönig ist ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihn im Kampf das Wasser reichen. Und er gibt allen Kindern in Lilii, die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen, lieben gern ihr erstes Pokémon. Na sowas? Und sie bekommt echt ein Pokémon von ihm? Der Inselkönig ist ja wirklich nett, sonst hätte ich mit Mauzi gehen müssen, weil meine Mutter wär zu geizig gewesen, mir was Richtiges zu besorgen. Worauf wartest du noch, Miri? Geh und hol deine Sachen. Deine Mütze und deinen Beutel findest du in einem der Umzugskartons in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deinen Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Okay. Oh, na Ben, da bin ich mal gespannt, was du für eine Mütze trägst. Sag mal, machen die mit dem Satz, machen die da sich über sich selbst lustig, weil alle weiblichen Charaktere in den Pokémon-Spielen immer Mützen tragen? Ist das so? Ist das so? Ich denke schon. Ich wühle die Umzugskiste und finde eine Mütze und einen Beutel. Dankeschön. Das Standardzeug, das werden wir los, sobald es geht. Ich finde immer noch, diese Mütze sieht aus, als wäre ich ein Hahn. Ein Hahn hat auch so einen roten Kamm oben auf dem Kopf. Ich weiß, das soll eine Blume oder sowas sein, aber...
Es ist ein Hahnenkamm, oder? Ich habe jetzt gar nicht in meine Abenteuerfibel gucken dürfen. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß. Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich allein auspacken. Ich will ja, dass sich deine Pokémon bei uns... Dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Okay. Was sind das für Früchte? Sind das Paprika oder Tomaten? Wow, stylische Mütze. Wahrscheinlich gar keine. Es gibt ja in der Pokémon-Welt nur irgendwelche anderen Bären. Was sind denn das für Bären? Weiß das einer? Kennt sich einer so gut mit Bären aus? Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Endlich ist sie aus dem Haus. Gut, dann machen wir uns auf die Socken. Ab nach Lidii. Dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Ja, das würde ich sagen, machen wir. Tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Ach ja, ich weiß gar nicht ganz sicher, ab wann ich meine Eier tauschen kann. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Nachdem ich das erste Pokémon habe, müsste das ja irgendwann möglich sein. Hallihallo. Also dann, willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, steht dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folge mir, das Dorf Lilii ist nicht weit von hier. Okay, lass uns gehen. Noch kann ich mit gar keinem kämpfen. Ach ja. Pokémon Sonne und Mond. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, so viel Story. Ich kann gar nichts dazu sagen. Zum Glück. Nachher mache ich mir noch Feinde oder so. Und Miri, wie gefällt es dir, Nalola? Schon okay. Jeder braucht eine Weile, um sich an einem neuen Ort einzuleben. Ich habe mich immer noch nicht in Nalola eingelebt nach fast einem Jahr. Tut mir leid. Und da haben wir auch klar einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach was, in Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacke du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat, dann kämpfen wir. Ist schon mal was von Verabschiedung gehört, irgendwie Tschüss oder so sagen, aber okay. Dann halt nicht. Was weiß ich von den Sitten in Alola. Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Ja. Danke. Danke, Tutorial. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten, um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Okay. Dafür bin ich mir zu gut, das vorzulesen. Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Siehst du, dank der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Lilii liegt jetzt direkt vor uns. Okay. Welches Pokémon nehme ich? Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja raten, welches Pokémon ich nehme. Welches ist das Pokémon, das ich mir aussuche? Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lilii. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele, Kapuriki, von allen verehrt. Okay. Nanu, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Vielleicht wartet er weiter hinten beim Mahalo-Bergpfad. Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Miri, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Ich bleib sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen. Der Inselkönig sieht genauso aus, wie man sich ihn vorstellt. Wie der König der Insel halt. Toll. Toll, du bist so hilfreich wie... Weiß ich nicht. Wie gar nichts. Du bist nicht hilfreich. Huch, was sehe ich? Ich hatte ganz vergessen, wie viel Story da kommt am Anfang. Was ist nur los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Ja. Okay. Gucken wir mal. Mahalo Bergpfad. Hallo? Hallo, ist hier irgendwas? Ist hier ein Kapuriki?
jetzt? Ist hier ein Kapuriki? Oh nein, da ist nur Lilly. Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Was könnte das nur für ein mysteriöses Mädchen sein? Habe ich nicht ihren Namen gerade schon gesagt? Mist. Warum rennt sie denn? Okay. Was tust du da? Endlich frei! Endlich nicht mehr in dieser Tasche! Und da sind die Habitak. Ja, da wäre ich doch lieber in der Tasche geblieben, ne? Stattdessen musste ich jetzt jemand retten kommen. Toll gemacht, Pokémon. Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Völkchen ist in Gefahr. Piu! Diese Habitat greifen Völkchen an, aber ich habe zu große Angst, um ihm zu helfen. Mir stottern richtig die Knie. Na dann, Miri eilt zur Rettung. Miri eilt nicht zur Rettung. Nein. Mach deinen Scheiß selber. Okay. Ich eile zur Rettung. Diese Brücke. Warum kann man da nicht ein paar mehr Balken drauflegen? Keine Sorge, ich beschütze dich. Wölkchen, was tust du? Toll. Das läuft ja schon mal super. Habt ihr gesehen, der hat die drei Habitak einfach weggekickt mit seiner Attacke. Wölkchen ist sehr beeindruckt. Tschüss. Dankeschön. Piu. Was für ein Glück. Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Könntet ihr euer Drama vielleicht nicht vor einer Fremden austragen? Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Piu! Was hast du? Piu, piu. Ein glitzernder Stein, er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Wer bist du? Das ist schön nur im Kopf. Dieser Stein, er gehört dir, oder? Wie, er gehört mir? Ja, okay. Ein Glitzerstein. Mit einem Z drauf. Bitte verrat niemand etwas von Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Nein, nicht die Tasche. Die Tasche. Armes kleines Pokémon. Und da beschweren sich Leute über Käfighaltung. Das ist viel schlimmer. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen... Okay, ich nehme zurück, dass Käfighaltung schlimmer ist. Aber fast. Ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Wir gucken mal, ob ich das kann. Nein, keine Zwischensequenz. Was ist das für eine sinnlose Zwischensequenz? Sie nickt mir nur zu und dafür hat das Spiel 5 Minuten geladen. Toll. Hallo, ist er inzwischen da, der Inselkönig? Hey Miri, den Inselkönig hast du nicht gefunden, wie es aussieht, aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön. Ich stelle euch einander aber gern auch noch richtig vor. Also, das hier ist meine Assistentin. Wie, mein Name ist Lilly.
Lilly, das ist Miri. Sie ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist sie gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihr das ein oder andere zeigen könntest. Du bist also eine Bekannte von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Schaut nur, Hala, unser Inselkönig ist zurück. Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Das sage ich auch immer, wenn ich jemanden sehe. Das ist Balui, er ist Minecraft-Let's Player und macht irgendwas mit Drachen und ist dafür im ganzen Land bekannt. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Jedes Mal. Was ist hier los? Habe ich was verpasst? Hala, wo haben Sie bloß gesteckt? Ich bin meinen Pflichten als Inselkönig nachgekommen. Wenn es irgendwo auf Mele Mele Probleme gibt, ist es meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen, Hala. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen, doch dieses Mädchen hier ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit Beinen darauf eingebrochen. Um ein Haar werden sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab, Kapuriki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst sein Herz bewegt haben. Kukui, diese junge Dame hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt sie ihr erstes eigenes Pokémon von mir. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass sie den Pfad eines Pokémon-Trainers einschlägt. Darf ich mich vorstellen, ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Kommt, meine kleinen Pokémon, ihr wollt sie sicher auch willkommen heißen. Die Pokémon! Hallo! Wen wähle ich wohl aus? Was sagt ihr? Hier hätten wir zuerst Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze. Wahoo! Als nächstes darf ich dir Flammiau vorstellen, ein Pokémon vom Typ Feuer. Hamau. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch Robball, ein Pokémon vom Typ Wasser. Gut. Welches Pokémon wählst du? Ich wähle das Wasser-Pokémon. Fällt deine Wahl auf das Wasser-Pokémon Robball? Ja. Du hast dich für Robball entschieden. Oh, guck mal, wie es sich freut. Noch weiß es nicht, dass es bald für ein Ei getauscht wird. Es handelt sich allerdings erst um eine wahre Partnerschaft, wenn der Partner, den du dir ausgesucht hast, auch dich auserwählt. Partnerschaft? Es weiß doch nicht, dass es bald für ein Ei getauscht wird. Oh, wie es sich freut. Guckt euch das an. Dann wollen wir mal sehen, ob Robball dich als Partnerin anerkennt. Komm, Mietz. Robball schaut dich prüfend an. Es schüttelt den Kopf. Ja, geil. Ich fände es gut, wenn es so eine kleine Chance gäbe, dass das Pokémon dich nicht auserwählt. Das wäre gut. Das wäre witzig. Nee, du musst dir ein anderes aussuchen. Du hebst Robball liebevoll hoch. Ja. Das Wasser-Pokémon Robball streckt stolz die Brust heraus. Es tut mir... Ich habe ein echt schlechtes Gewissen, wo ich das lese, wie froh dieses und freudig dieses Robball ist, dass es von mir auserwählt wurde und einfach nur gegen ein Ei ausgetauscht wird. Oh, Robball hat dich als Partnerin akzeptiert. Jetzt, wo ihr euch gegenseitig auserwählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde. Bis ich es gegen ein Ei... Wir geben ihm meinen Spitznamen. Mein erstes Pokémon heißt nämlich immer Balui. So, Balui. Herzlichen Glückwunsch. Balui wurde in dein Team aufgenommen. Ja. Robball also. Piu. Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Hala und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher.
Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Ich denke, du hast eine gute Wahl getroffen. Bitte pass immer auf dein Pokémon auf. Klasse, Miri. Ab heute kannst du dich Trainer nennen. Und zu diesem Anlass bekommst du von mir ein kleines Geschenk. Pokébälle! Na, nimm den roten Pokédex. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Robball wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig mal einen Blick drauf. Ja. Und das? Und dann habe ich noch einen Trainerpass für dich vorbereitet. Cool. Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen und deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorstellen, meinst du nicht? Ja. Kann ich hier schon speichern? Ja, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die heutige Folge. In der nächsten Folge gibt es dann hoffentlich das erste Ei. Und ich würde sagen, bis dahin macht es gut und tschüss.